Warum kann man in Minecraft so leicht hacken? Aus Sicht eines Programmierers muss man einfach sagen, dass Minecraft das Paradies für Hacker ist. Minecraft war als Singleplayer-Game und nie wirklich als Multiplayer-Game für hunderte Millionen Spieler angedacht und ist dementsprechend extremst schlecht abgesichert. Beim Start des Spiels kontrolliert kein System, ob du Minecraft irgendwie umprogrammiert hast. Das machen zum Beispiel diverse Games von Blizzard. Das Schlimmste ist aber, dass auch jeder Server von Natur aus kein Anti-Cheat-System besitzt. Die Berechnung, wie du dich bewegst und bewegen darfst, findet bei Minecraft nur auf deinem Rechner statt. Und hier ist ja keine Absicherung. Du kannst also theoretisch schummeln und dem Server sagen, dass du 100 Blöcke gleichzeitig abbaust. Serverbetreiber müssen Plugins besitzen, die jede einzelne, und zwar wirklich jede Aktion des Spielers durchgehend prüft, ob diese erlaubt ist. Und diese Plugins können logischerweise nur mit den Daten arbeiten, die die Nutzer zum Game-Server senden. Die Struktur von Minecraft spielt also Hackern total in die Hände. Das geht aber auch anders. Spiele wie League of Legends haben fast gar keinen Hacker. Wie das funktioniert, erkläre ich im nächsten Video.